Ist euch eigentlich bewusst, was ihr diesen armen, kleinen Minion-Familien antut, wenn ihr sie jeden Tag aus Neue bedroht, tötet? Und dann sind da die kleinen Minion-Kinder, die sagen, kommt Papa heute von der Arbeit wieder? Und die Mutter sagt, nein, du weißt doch, der ist schon das letzte Mal auf die Lane gegangen. Was geht ab, Elite? Hier sind wir bei einer neuen Folge von Fumas Dreier. Und wir haben ein lustig ausgeglichenes Team, wie ich finde, mit Ramos, Tristano und Cassiopeia gegen Riven, Braum und Teemo. Es ist so Tank gegen Tank, Yordle gegen Yordle und komische Frau mit seltsamer Hintergrundgeschichte gegen komische Frau mit seltsamer Hintergrundgeschichte. Haben beide irgendwas verloren. Die eine die Hälfte ihre Schwert, die andere ihren Unterkörper. Ja, sie haben so viel gemeinsam. Ich bin Ramos und ich habe festgestellt, ich habe... Eigentlich hätte ich in den Jungle gehen können. Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Mei, passiert. Dann bin ich jetzt also in Lane Ramos. Soll auch vorkommen. Ich könnte supporten. Ich könnte die Tristana supporten. Und ihr seht auch wieder Enelia Felagund, meine wertgeschätzte Freundin, die das letzte Mal mit Cho'Gath unterwegs gewesen ist. Und auch ein anderer Freund von mir dabei, Arborox als Cassiopeia. Wir machen die fettig gemacht. Oh, bitte, 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 bitte. Jeder von euch. Nein, der erste von euch, der mir sagen kann, aus welchem Film kommt, wir machen sie fettig gemacht, der bekommt, der darf definitiv in der nächsten Folge von mir mitspielen. Der erste von euch, der mir unter die YouTube-Kommentare schreiben kann, woher kommt, wir machen sie fettig gemacht, kriegt eine Aufnahmesession bei mir in Fumas Dreier. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und nein, ich bin gespannt, was daraus wird. Und wir haben einen Braum in der gegnerischen Lane. Müssen aufpassen, Braum und Teemo können ein ziemlich gefährliches Paar werden. Mir fällt aber gerade auf, Teemo kontert Braum ziemlich aus mit seinem Blind, weil man damit dem... Boom, ich hab dir wehgetan. Oh, du tust mir auch weh. Oh, und ich bin gestunt. Oh Gott, das war eine blöde Idee. Das war eine richtig, richtig blöde Idee. Und mir fällt gerade auch auf, dass so Ramos gegen Braum gar nicht mal so unglaublich cool ist. So von wegen, hey, greif mich an, greif mich an, greif mich an, greif mich an. Nee, greif mich bitte nicht mehr an. Ich will eigentlich doch nicht so unbedingt gestunt werden. Warum haben die beiden eigentlich schon wieder so einen krassen Level-Vorteil uns gegenüber? Ich verstehe das nicht. Also wahrscheinlich, weil sie stärker gepusht haben. Ich denke, das wäre ein guter Grund dafür, aber... Ja, Braum ist Miss. Nein, Braum ist immer noch nur im Gebüsch. Irgendwas kriegen wir schon noch hin. Ich werde jetzt mal als nächstes den Taunt machen. Und Braum geht nach oben hinweg. Richtig, da muss die Cassiopeia aufpassen. Aber jetzt können wir uns den kleinen Yordle schnappen. Oh, den kannst du immer noch kriegen. Nein, er ist weggeflasht. Nein. Ja gut, wir haben Flash geforst. Das ist auch was wert. Und den Yordle können wir immer noch kriegen. Und wir haben First Blood gemacht. Tristana hat leider kein Assist mehr drauf bekommen. Aber First Blood auf Cassiopeia ist definitiv nicht daneben. Das klingt doch eigentlich schon mal so an sich ganz gut. Ich denke, was haben wir denn? Wir haben einen Braum, eine Riven und einen Teemo. Ich fange mal mit einem Randuins Omen an. Aber dafür habe ich habe für nichts davon genug Geld. Ja gut, dann fange ich halt damit an. Das sollte auch was wert sein. Und ich will noch... Ah, ich hasse diesen Shop. Ich hasse diesen Shop, weil der ist nicht in der Mitte des Ladens, sondern der ist da hinten irgendwo. Und Topfee Driven, wir wollen nicht, dass die Tristana gängt. Und deswegen hat man immer das Problem, dass man, wenn man schon davor wegläuft, man einfach grundsätzlich nicht mehr in Shop-Reichweite ist, wenn man auf der Botlane spielt. Eieieiei, okay, probieren wir es von neuem. Hoffen wir mal, dass sobald der Braum wieder rumgängt. Nee, das lief nicht wirklich. Ach komm, ich habe nicht mal
den Schaden auf dem Minion bekommen. Das ist jetzt echt ein bisschen schwach gewesen. Ah, okay, ich habe noch die Defensive, den Defensive Ball Curl. Damit bekommt jeder, der mich angreift, sobald ich auf die W drücke, Schaden von mir. Ich bin quasi ein mobiler Dornenpanzer. Und da ist ein Riven, die aber nicht viel machen kann. Wir können leider gerade auch nicht viel machen. Vielleicht kann ich der Cassio helfen? Nee, auch nicht. Ich bin auch vom Level ein bisschen hinten dran. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich da gerade machen kann. Ich könnte mal versuchen, so ein bisschen nebenbei zu farmen oder sowas. Aber ich will der Tristana eigentlich nichts klauen. Die braucht den Farm definitiv mehr, als ich das tun werde. Wir haben auch keinen großen Vorteil. Wir haben zwar First Blood geholt, aber das macht einfach nicht so den Unterschied. Timo könnte nach oben gehen. Nein, Timo bleibt hier unten. Und ich rede mir den Mund fusselig. Oh mein Gott. Und jetzt geht Timo nach oben. Jetzt können wir uns Timo schnappen. Timo ist lebgefährlich. Nein, da kommt ein Traum. Okay, das war zumindest etwas. Da oben kommt noch eine Riven. Davor müssen wir aufpassen. Nein, Riven ist weg. Dann sollte sich Tristana einfach mal kurz den Dings schnappen. Die Wölfe kann sie sich noch nehmen. Und dann kriegen wir auch noch den Altar hier. Ich heile mich etwas hoch und dann geht's weiter. Meine Aufgabe als Rammus ist, deswegen hole ich mir auch nichts von den Farm ab, ist es hauptsächlich tanky zu sein und die Aggro der Gegner auf mich zu ziehen. Dafür habe ich einen Taunt und dafür bin ich eine große Stahlkugel, bei der es weh tut, wenn man draufhaut. Ich gehe mal nach oben und schaue, dass ich der Dings helfen kann. Das sollte ich gute Chancen haben. Und da habe ich den Kill. Und, oh, ich bin so perfekt da hochgekommen. Oh yeah, oh yeah. Und die Tristana unten ist auch weggesprungen. Der geht's also auch gut. Der soll mich ruhig einmal angreifen. Das halte ich schon noch aus. Jo, Riven hat ihren Flash, ihre Ulti und ihr Leben verloren. Ach, das war schön. Ich bin stolz auf mich. Leute, seid stolz auf mich. Braum fehlt, Braum ist da, Braum fehlt, Braum ist da, nein, ist da. Gut, wenn Tristana sich zurückzieht, dann werde ich schauen, dass ich mir ein bisschen Farm im Jungle abholen kann. Ich sollte eigentlich auch so tanky genug sein, ist, dass es sich für mich durchaus schon noch lohnt, da im Jungle was zu machen. Vor allem mit meiner W, ja, ist kein Problem. Gerade dadurch, dass ich auch von Anfang an dass noch keiner den Jungle geklärt hat und dadurch die Wölfe einfach etwas schwach sind. Ich kann hier drauf springen. Sollen sie mich halt stunnen? Oh, schade. Schade, 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 schade. Ah, ich glaube, da sollte ich nicht rein. Das ist keine gute Idee. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich mit einem Frozen Heart anfange. Die haben ziemlich viel AP. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so die gute Idee. Sehr gut. Das machen wir gut. Das ist Teamwork. So wie sie es gehört. Und ich habe meine Ulti. Das Schöne an meiner Ulti ist, ich kann damit Tower pushen. Ha! Und das Gift hat ihn noch erwischt. Nachdem er schon rausgeflasht ist. Sehr schön. Freut mich. Weiterer Kill für Cassiopeia. Lohnt sich definitiv. Ich ziehe mich zurück, mich ein bisschen hochheilen, mir etwas an Rüstung zu besorgen. Ich werde mir jetzt trotzdem mal die Wardens Mail nehmen und das auch. Ach meine Güte, warum denn nicht mit einem Frozen Heart anfangen? Was spricht denn dagegen, außer dass wir zwei gegnerische APler haben? Aber der Timo und der
Der Braum skalieren beide mit ihrem Attack Speed. Dementsprechend lohnt es sich auch gegen die. Und die Riven, ne, Riven mit viel AD, die macht einen einfach alles kaputt. Und wie man sieht, wird es wahrscheinlich eine relative Glaskanonen-Riven. Die hat sich zwar etwas Magic Resist gebaut, aber ich bin mir nicht sicher, wie stark sich das tatsächlich lohnen wird. Ich mache mich nach oben auf den Weg, um zu ganken. Vielleicht kriege ich da... Nee. Das wird nix. Oh, aber Tristana... Oh, Tristana lebt da gefährlich. Wenn die Riven da kommt, dann wird das... Ja, den können wir kriegen. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt mal random meine Ulti gezündet, einfach in der Hoffnung, dass... So, ein weiterer Kill. Oh mein Gott, einfach in der Hoffnung, dass ich denen damit Angst mache und die aufhören, meiner Tristana hinterher zu laufen. Aber haben sie nicht gemacht und das war letztlich auch sehr gut. Tja, und auch das hat sich für den Braum nicht wirklich gelohnt. Die Sache ist nämlich, du kannst mit Braum zwar den ersten Schaden abfangen, aber der CC-Effekt, also in dem Fall der Stun, der geht trotzdem auf ihn drauf und deswegen hat ihm das gerade so gut wie gar nichts gebracht. Und dann kam danach ich jetzt ja noch mit rein. Und ja, da war er einfach kaputt und konnte auch nicht mehr weglaufen oder irgendwas. Und ich habe keinen Mana. Jetzt habe ich Mana. Greift mich an, ihr Wölfe. Und geht an mir zugrunde. Ich bin euer Untergang. So, den letzten Wolf lasse ich den stehen. Und ich bekomme das Kreuz von der Cassio. Das ist ja nett. Ich wollte mich zwar eigentlich gerade zurückziehen, aber wenn ich jetzt schon das Kreuz habe, dann kann ich das Mana auch noch ein bisschen ausnutzen. Warum habe ich diesen letzten Wolf hier stehen gelassen? Hat einen ganz einfachen Grund. Nennt sich Counter-Jungle. Sinn davon ist, dass man... ich hab sie zwar nicht getötet, aber ich habe Cassio gerettet. Vor allem hat sie auch noch einen super guten Flash rausgemacht und hat sich wieder mal gelohnt. Genau, ganz nennt sich Counter-Jungle. Die großen Creeps geben nämlich sehr viel mehr Gold ab, als es die kleinen machen. Das heißt, wenn man die großen tötet und die kleinen stehen lässt, hat man einfach den Vorteil, dass man Magic Resist bauen muss, dass der Gegner weniger Gold bekommen kann. Wo ist denn hier Magic Resist? Ja, mein Magic Resist. Was wollen wir denn bauen? Wir könnten uns ein Banshee's Veil holen. Das lohnt sich. Oh, mit Banshee's Veil müsste ich auch Braum ein bisschen wegnehmen können. Einfach, dass er, wenn er seine Kuh auf mich macht, ich den Schaden davon nicht bekomme. Eine andere ganz nette Sache auf Ramos ist, dass die Ulti von dem einen so geringen Cooldown hat, dass man das sogar zum Wave Clearen verwenden kann. Ich werde mal schauen, dass ich da... Nee, die rennen eh in die andere Seite weg. Also werde ich hier einfach weiter pushen. Damit habe ich dem mehr geholfen als mit allem anderen. Also ihr seht, ich habe einen ziemlich starken Support-Charakter in diesem Spiel und ich befürchte, dass es wieder ein sehr kurzes Spiel werden wird, weil es gerade doch ein bisschen einseitig von den Kills ist, was das angeht. Noch ein bisschen einseitiger geworden ist, was das angeht. Ich weiß nicht, hat Cassio alle Kills oder? Nee, gar nicht. Die haben sich Tristana und sie sehr fair aufgeteilt und ich habe auch zwei gemacht. Nein, die sind da in der Mitte. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Nein. Mann, wie viel Leben haben die noch? Sind die noch voll? Sind die low? Kann ich was gegen die machen? Nee, die Riven ist noch voll und der Teemo hat sich jetzt halt zurückgezogen. So, du darfst mir trotzdem hinterherlaufen. Ja, da konnte ich jetzt... Ja, ich hätte wahrscheinlich sehr viel machen können, wenn ich vorher da gewesen wäre. Aber ich habe das leider überhaupt nicht mitbekommen. Da wär ein Ping oder sowas wär gut gewesen. Aber war meine Schuld, meine Aufgabe,
Map Awareness zu haben, aber ich habe nicht mitbekommen, dass sie da irgendwo im Nachteil sind in irgendeinem Kampf oder sowas. Aber ja, ich bin mehr ein Support-Charakter als alles andere. Ja, lass mal, komm. Komm hinterher. Ich dachte. So, ein bisschen. Es geht sogar. Ja gut, wir haben Dings bekommen. Wir haben einen Tower bekommen. Tristana macht da vielleicht sogar noch einen Kill. Ja, jetzt habe ich die Defenses Ball Curve aufgehört, damit ich die Kuh machen kann. Das war natürlich eher suboptimal. Tristana muss aufpassen, ich kann nicht helfen, ich habe keinen Mana mehr, aber ich habe noch einen Exhaust. Damit kann ich vielleicht was machen. Weil wenn ich einen Exhaust habe, machen die mir auch keinen Schaden. Oh, aber sobald ich das Kreuz habe, bin ich wieder voll fide. Die beiden sind gerade unten, das ist suboptimal für die. Wir könnten da oben ein bisschen pushen. Ich beschäftige die hier unten und jetzt könnte die, wenn sie es richtig machen, ist die Riven tot. Bin sehr gespannt. Oh, der Sidestep. Oh, der Sidestep. Nein, die Riven ist nicht tot, aber dafür sollten wir eine gute Chance auf den Tower haben. Dummerweise fehlt Teemo. Nein, Teemo ist hier. Da drin ist er. Das kriegen wir hin. Ne, ich weiß nicht, ob er immer noch da drin ist. Ich will es nicht riskieren. Ich warte darauf, dass die Cassiopeia. Oh, nein. Verdammt. Ah. Gott, das war dämlich. Das war dämlich. Das war schlecht von mir gemacht. So, irgendeinen von denen muss ich. Oh. So, die hat ihre Ulti schon gemacht. Oh Gott, ich komme hier noch raus. Ich komme da noch raus. Oh Gott, der Heal von der Tristana hat mich gerettet. Der Heal von der Tristana hat mich gerettet. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, Teamwork OP, Teamwork OP, da, 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 Teamwork OP. Okay, ich tue das nie wieder. Keine Sorge. Ich werd euch das nie wieder antun. Ach, jetzt weiß ich, warum ich mich so gewundert habe, warum ich nicht Frozen Heart baue. Ich wollte eigentlich einen Randuin umbauen und kein Frozen Heart. Daran lag das. Das ergibt einiges an Sinn. Ich denke, ich werde mir dann auch mal noch einen Hextech-Sweeper oder sowas holen. Im Laufe der Runde. Wahrscheinlich so das nächste Item nach meinem Banshee's Wail. Und den Hextech-Sweeper werde ich mir deswegen holen, weil man damit die doch etwas arg nervigen Pilze von Teemo aufdecken kann und kaputt hauen kann, bevor man reinläuft. Und dieses bevor man reinläuft ist dabei ein äußerst wichtiger Faktor. So, wir... Du kommst hier nicht mehr raus, Junge. Und mir macht der Tower einfach keinen Schaden. Habt ihr das gesehen, wie ich den getankt habe? Ah, sowas freut einen. Sowas freut einen immer. Nur. Oh, das war ein schönes Sonjas. Oh Mann. Okay. Toter Teemo? Nein, kein toter Teemo. Vielleicht doch ein toter Teemo? Kein toter Teemo? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, aber der Teemo kann uns alleine töten. Ich weiß nicht, der Teemo müsste uns... Ja. Na ja, komm, Tristana, lass uns abhauen. Das macht so auch keinen Sinn gerade. Dann jetzt verlieren wir oben gerade nur einen Tower. Oder haben wir den überhaupt noch? Ja, der Tower steht noch. Ich schaue, dass ich möglichst schnell zu dem komme. Dann kann ich da vielleicht noch was machen. Über das Kreuz sollte es schon funktionieren. Eigentlich hätte da auch ein Schum drin stehen sollen, aber irgendwie tat es das nicht. Und dann... Es ist immer das Allerbeste, wenn man sieht, dass irgendwo eine riesige Minion Wave ist und grundsätzlich direkt bevor man ankommt, sind einfach alle weg. Und zwar alle.
Für immer. Und sie kommen nie wieder. Nie wieder. Ist euch eigentlich bewusst, was ihr diesen armen, kleinen Minion-Familien antut, wenn ihr es jeden Tag aus Neue bedroht, tötet? Und dann sind da die kleinen Minion-Kinder. Die sagen, kommt Papa heute von der Arbeit wieder? Und die Mutter sagt, nein, du weißt doch, der ist schon das letzte Mal auf die Lane gegangen. Das passiert. Ja. Und der arme Junge steht da und sagt, nein, kriege ich dann eine Katze? Und er bekommt keine Katze, die Mutter ist nämlich allergisch. Und das ist die Geschichte von jedem einzelnen Minion, den ihr auf dieser Lane tötet. Zum Beispiel dem da. Tja, eine weitere Katze, die der Junge nicht bekommt. Tristana ist so herzlos. So unglaublich herzlos. Und von den Wölfen will ich gar nicht erst anfangen. Oh mein Gott, die Wölfe. Keine Chance. Nee, nee. Man stellt euch so kleine Welpen vor. Ja? Beziehungsweise, ihr müsst euch sie nicht mehr vorstellen. Ihr seht sie ja. Ihr habt die großen Mutterwölfe in der Mitte stehen, die nichts weiter versucht, als die armen kleinen Welpen zu beschützen. Und was macht ihr? Was macht ihr? Ihr greift sie an. Ihr tötet sie. Ihr tötet sie. Eiskalt. So. Ja, das gibt's. Und das kleine Braunkind. Auch das wird nie wieder seinen Papa zu Gesicht bekommen. Nie wieder. Auf ewig wird es alleine sein und fragen, Mama, wo ist Papa? Ich sagte, er ist in der Dicke gestorben und nicht wieder gespawnt. So ist das nämlich im echten Leben. Man spawnt nicht wieder. Glücklicherweise ist das hier nicht das echte Leben. Minions haben keine Kinder. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Was sind Minions überhaupt? Also, ich bin, was das Ganze angeht, mittlerweile ja der festen Überzeugung, dass... Oh, die ist schon tot. Ich bin ja mittlerweile, was das angeht, einfach der festen... Das war ja nicht mal knapp. Ich bin der festen Überzeugung, dass es lore-technisch wie folgt aussieht. Und zwar so, dass... Hey, vielleicht kann Tristana ein bisschen baiten. Wir können da zusammen bestimmt noch was umreißen. Und zwar... Oh. Ah, dich bekommen wir trotzdem noch. Dich bekommen wir trotzdem noch. Toll, ja. Dass es lore-technisch so aussieht, dass die ganzen Champions eigentlich sehr viel stärker sind, als man es... als man es im Spiel selbst mitbekommt. Und dass sie stattdessen magisch die ganze Zeit getweakt werden, sage ich mal. Und ich hatte vorhin so eine gute Idee, was ich mir als drittes kaufen wollte. Das habe ich jetzt aber irgendwie vergessen. Nichts. Tja, das Spiel ist gelaufen, das Spiel war vorbei. Es war ein relativ einseitiges Gestompe. Ist aber auch mal ganz schön zu sehen. Warum haben wir gewonnen? Wegen super gutem Teamwork. Wir waren die meiste Zeit da, wo wir haben sein sollen. Wir haben kleine Wölfe abgeschlachtet, so wie sie es gehört, und wir haben keine Gnade gegenüber den Minions gezeigt. Ich bin Fuma, bei mir waren heute Enelia und Avorox. Danke dafür, es hat riesig Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal, euer Fuma. Ciao.